Also, ich darf jetzt diejenigen begrüßen, die Sie auch auf Ihren Tagungsunterlagen sehen. Streng alphabetisch, Dr. Andreas Kinser darf ich begrüßen von der Deutschen Wildtierstiftung. Herzlich willkommen. Suchen Sie sich einen Platz aus, freie Platzwahl. Norbert Leben ist bei uns vom Deutschen Forstwirtschaftsrat. Wo ist er? Da ist er. Herzlich willkommen. Genau, die Stufe von Anfang hier ist ein bisschen hoch. Dr. Rudi Suchand kennen Sie schon. Trotzdem nochmal ein herzlicher Applaus von der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg. Und Dr. Dirk Hähner-Wellersdorf vom Deutschen Jagdverband darf ich begrüßen. Herzlich willkommen. Wir haben das jetzt so organisiert, dass jeweils zwei Leute sich ein Mikrofon teilen. Das geht ja jetzt dann wieder. Ich bitte Sie, sich da nicht drum zu zanken. Das kriegen wir hin. Herr Wellershoff, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen. Also, wir haben jetzt gelernt, es braucht waldbauliche Maßnahmen. Der Wald muss verjüngt werden wegen des Klimawandels, wegen der Schäden durch den Borkenkäfer, wegen vieler anderer Dinge. Aber es gibt ja auch Eingriffe durch die Jagd und das muss man irgendwie in die Balance kriegen und nach Möglichkeit so, dass sich die Beteiligten nicht zu sehr verzanken. Was ist da Ihre Perspektive? Wie soll das gehen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir haben die Perspektive ja ausführlich in unserem Lösungsansatz für Forst-Jagd-Konflikte geschildert. Und im Vorwort schreibe ich ja schon oder schreiben wir schon, dass wir uns gegenseitig die Hände reichen müssen und natürlich miteinander darüber reden müssen, wie man die Probleme löst. Das ist das Geheimnis und die Veranstaltung heute zeigt ja, dass wir das ernst meinen, dass wir die Themen von ganz unterschiedlichen Sichtweisen beleuchten und Instrumente für die Lösung im Waldumbau präsentieren. Beispielhaft genannt, also das, was wir heute gehört haben aus den Hegegemeinschaften und von Herrn Suchand, eben Alternativen der Ernährung auch zu finden für unsere Tierarten und deutlich zu machen, wir haben eine große Verantwortung für unsere großen Schalenwildarten im Wald und der müssen wir gerecht werden. Also eine Fokussierung auf mehrere Themen. Waldumbau mit Wildbiologie, mit Wildpopulationen, die wir eben stützen. Jetzt sitzen wir natürlich in mehrerlei Hinsicht hier so ein bisschen auf dem Präsentierteller und sagen, macht's doch bitte so, wie wir es sagen. Aber es klingt ja immer wieder zwischendurch an, dass es in der Praxis in den Ländern, Brandenburg ist schon genannt worden, dann doch heftig hergeht. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum dann doch manchmal die Fronten etwas verhärtet sind? Na, wenn ich das erklären könnte, dann würde ich das ja lösen. Ich glaube, dass wir wirklich alle gehalten sind, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und der erste Schritt ist immer der gemeinsame Revierbegang vor Ort. Also die Probleme zu erkennen, gemeinsam zu betrachten, gemeinsam auch die unterschiedlichen Ziele kennenzulernen und daraus Lösungen zu entwickeln. Was mit Sicherheit nicht funktioniert ist, wenn ich es quasi von oben überstülpe auf die unterschiedlichsten Regionen, auf die unterschiedlichsten Probleme, sondern ich glaube, wir brauchen eine Lösung von unten. Und da fand ich den Vorschlag hervorragend, eben auch eine gemeinsame Gesprächs- und Bildungsinitiative zu bilden, die Förster weiterzubilden, zu gucken, wo sind die wildbiologischen Grundlagen, die ich beherrschen muss, aber auch natürlich mit den Jägern zu reden, was habe ich für forstliche Herausforderungen und die sind unbenommen riesenhaft. Nicht, aber dazu muss ich miteinander ins Gespräch kommen, dazu muss ich den Horizont erweitern und drehe mich im Kreise. Dazu sitzen wir hier heute zusammen und das ist genau der richtige Ansatz. Das ist ja eigentlich logisch, dass man regional denkt, dass man bedenkt, welche Verhältnisse in einem bestimmten Bereich herrschen. Wenn Sie kennen ja die ganze Bundesrepublik, wenn Sie da mal drauf gucken, was für Lösungen würden denn da auseinanderfallen? Also was für Baden-Württemberg vielleicht gilt, gilt für Schleswig-Holstein nicht. Was sind da Ihre Perspektiven? Na, die Perspektiven sind uns ja heute durch den Herrn Bartmann auch aufgezeigt worden. Ich glaube, dass wir weg müssen von den Strukturen, wie wir sie bisher haben, und doch deutlich mehr Verantwortung in die Hegegemeinschaften. Wir können sie auch Wildtiergemeinschaften, wie in Baden-Württemberg nennen, geben müssen, um eben regionalen Gruppen die Verantwortung für Wald und Wild zu überlassen, weil sie eben so unterschiedlich sind und weil sie dann eben regional betrachtet auch nur gelöst werden können. Und natürlich haben wir die Ansätze heute gehört, also körperlicher Nachweis, Zählung, wie viel Wild haben wir überhaupt in den einzelnen Gebieten. Und das ist natürlich im Bundesgebiet sehr unterschiedlich. Und daraus dann gemeinsam
auch richtige Lösungen zu erarbeiten. Aber lassen Sie uns Klartext reden. Es gibt ja die Meinung, dass gesagt wird, wenn wir die Wälder aufbauen wollen, wenn wir sie verjüngen wollen, dann ist das etwas, was eben nicht in einem, in zwei, in drei Jahren passieren kann, sondern wo man ganz langen Atem hat. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass manch ein Förster frustriert ist, wenn er gerade was gepflanzt hat und schon kommen wieder irgendwelche Rehe, die ihm das wegfressen. Ja, der Frust ist ja auch zu verstehen. Deshalb muss man in den Wald gemeinsam, um sich die Problemzonen anzuschauen. Aber bei uns ist das ja in Brandenburg, ich will jetzt hier nicht aus der Brandenburger Brille diskutieren, aber da ist ja das beste Beispiel der Landesforstbetrieb, wo Sie ablesen können, wie viel Waldumbau in den letzten Jahren betrieben worden ist und wie hoch der jährliche Anteil ist. Der ist extrem niedrig und das in einem sehr, sehr großen Eigenjachtbezirk, wo ich mit den modernen Jachtmethoden, die wir in Brandenburg schon haben, eben eigentlich alles umsetzen kann. Also an der Jacht hängt es da nicht, sondern, und dann muss ich gucken, woran liegt es, ist und muss im Grunde genommen von hinten schauen, wie kriege ich dann die Problemfelder aufgedröselt. Also ist die Kompetenz vorhanden? Habe ich dann auch genug Mannkraft in der Fläche? Wie groß sind die Schadflächen? Wie greife ich an? Wie begleite ich das dann natürlich auch jachtlich und auch wildbiologisch? Nicht, aber dazu muss ich ja erstmal das Bewusstsein haben, wie löse ich ein Problem, was ich vor Ort finde. Das klingt aber auch danach, als wenn es ein bisschen mühseliger Weg wäre, der etwas länger an Zeit in Anspruch nimmt. Aber das wissen doch die Fachleute alle. Die Leute, die sich damit beschäftigen, wissen doch, dass es eine politische Lüge ist, immer ein sehr großes Wort, aber zumindest eine politische Unscharfheit ist zu glauben, dass wir den Waldumbau in den nächsten 10 Jahren schaffen. Das ist eine Generationenaufgabe, nicht? Wir sind jetzt mehrere Generationen offensichtlich in die falsche Richtung gelaufen und wechseln gerade den Kurs. Mhm. Und auf diesem Weg brauche ich wahnsinnig viel Geduld und Luft und wollen wir eins nicht verheimlichen. Es ist für den Waldbesitzer, und jetzt will ich gar nicht für die Waldbesitzer reden, natürlich eine wirtschaftliche Einbuße. Wenn ich also in relativ junge Bestände heute Licht an den Boden bringe, dann habe ich den Zuwachs der nächsten 30, 40, 50 Jahre eben zu früh eingeschlagen und habe dann einen Wertverlust. Auch darüber muss dann geredet werden. Ist aber kein jachtpolitisches Thema, sondern ist sicherlich ein Thema für den Herrn Leben und für die Waldbauern. Ja, reden wir gleich drüber. Wie ist das denn, Herr Dr. Kinser, Sie würde ich zunächst mal fragen, wenn ich mir so ansehe und durchlese, was Sie so veröffentlicht haben, dann sprechen Sie davon, Sie befürworten eine kluge Jagd. Was ist das bitte? Na, eine kluge Jagd sind zwei Dinge. Zum einen erstmal, sie erreicht ihr Ziel. Und wenn wir, also Jagd hat ja ganz unterschiedliche Ziele, aber wir reden ja heute vor allen Dingen über dieses regulative Ziel. Also auch die Nutzung ist ja ein Ziel der Jagd, aber da reden wir ja jetzt, wenn wir über das Thema Wald reden, ein bisschen weniger drüber. Also eine kluge Jagd erreicht das Ziel, dass sie tatsächlich die Wildbestände reguliert. Das aber, und das ist dann besonders wichtig, auch, wir nennen das tiergerecht tut. Und tiergerecht, darunter verstehen wir eben zum einen das, was die meisten darunter verstehen würden, nämlich, dass sie tierschutzgerecht natürlich ist. Also das Thema Elterntierschutz spielt da beispielsweise eine große Rolle. Aber, und das ist vielleicht so ein bisschen ein neuer Aspekt oder ein Aspekt, der zumindest in den letzten Jahren nicht so stark diskutiert wurde, dass tiergerecht auch bedeutet, dass die natürlichen Verhaltensweisen der überlebenden Populationen auch nach wie vor ausgelebt werden können. Also wir haben heute viel über das Rotwild gesprochen. Rotwild ist eben eine Art, die ja eigentlich im Offenland steht, aber wenn sie extrem intensiv und dauerhaft bejagt wird, tut sie das nicht mehr. Und da sagen wir, das ist nicht tiergerecht und das ist dann auch nicht klug. Ist denn so etwas wie naturnahe Betrachtungsweise in Deutschland dieses Themas überhaupt möglich, wenn wir wissen, wir haben das ja vorhin teilweise auch an den Landkarten gesehen, wie zersiedelt viele, viele Bereiche sind, wie dicht besiedelt es ist und täglich kommen neue Einkaufszentren oder Autobahnen dazu? Also ich sage mal, bei den naturnahen Biotopen können wir darüber diskutieren, bei einer Biologie einer Art nicht. Denn die hat sich ja jetzt nicht dadurch geändert, dadurch, dass es viele Menschen in Deutschland gibt. Aber trotzdem jetzt nochmal, also das ist so für mich hängen geblieben, wo ich gedacht habe, diese ganzen Inseln, die da notwendigerweise sich nicht austauschen können, weil eine Autobahn dazwischen liegt oder sonst irgendwas, das ist ja schon eine Herausforderung, denke ich mal, für Ihre Betrachtungsweise dann auch, wenn Sie sagen, wir wollen uns stark dafür machen, dass Wildtiere auch in Deutschland so leben können, wie sie es gerne möchten. Völlig korrekt. Und wenn das nicht so wäre, bräuchten wir uns ja nicht für einsetzen. Also wir müssen uns ja dafür einsetzen, weil ja in der Tat eben wir da einen Konflikt haben. Aber diesen Konflikt eben zu lösen, erfordert einen sehr langen Atem, erfordert viele Instrumente und viele auch viel Gemeinsames darüber reden.
Aber ja, in der Tat, das ist eine große Herausforderung. Reden wir, weil wir ja auf einer Veranstaltung des Jagdverbandes sind, über Ihre, will ich sagen, Vorschläge, Ihre Ideen, wie auch immer, der teilweise auch Begrenzung der Jagd. Da ist ja die Rede von zeitlicher Begrenzung zum Beispiel. Was schwebt Ihnen davor? Na, wir glauben oder wir sehen auch, wir glauben es nicht, sondern wir sehen ganz einfach, dass wir in Deutschland die längsten Jagdzeiten in Mitteleuropa haben. Sie müssen sich vorstellen, der Rehbock wird in manchen Bundesländern 10 Monate im Jahr gejagt. Etwas, was weit davon entfernt ist, naturnah zu sein, weil Wölfe oder Luchse ja ganz anders jagen würden. Also wir fordern und plädieren eine deutlich kürzere Jagdzeit, die vor allen Dingen tatsächlich auch die Wintermonate betrifft. Also ganz konkret sagen wir, wiederkäuende Schalenwild sollte nicht mehr nach dem 31.12., 31. Dezember bejagt werden, aus unterschiedlichen Gründen. Und wir glauben und wir wissen auch, wir sind selber große Flächeneigentümer mit Verantwortung für sehr viel Wald und Offenland. Wir wissen, dass man auch seinen Abschuss bis zum 31.12. erledigt haben kann, wenn man das denn möchte und klug gejagt hat vorher. Gut, okay, dann hätten wir die zeitliche Begrenzung, aber ich habe das so verstanden, dass Sie auch dafür sind, dass man sich konzentriert, also da, wo aufgeforstet wird, dass dort dann wiederum Schwerpunktgebiete entstehen, richtig? Schwerpunkt Bejagung an den Verjüngungsflächen, genau, ist jetzt auch nichts, sage ich mal, was jetzt bahnbrechend Neues ist, das haben wir heute schon häufig gehört. Was aber, glaube ich, wichtig bei der Diskussion ist, ist, dass wenn man an einer Stelle besonders intensiv jagt, dann hat das ja zwei Effekte. Das eine ist, dass das Tier, was ich totgeschossen habe, nicht mehr frisst. Das andere ist aber, dass durch meine permanente Präsenz auf der Fläche ja die Tiere vergrämt werden, also vertrieben werden. Die müssen irgendwo hin. Und da, wo sie hingehen, müssen sie sich halt auch wohlfühlen. Und dafür plädieren wir eben für Wildruhezonen, also wirklich Gebiete, die im Grunde alle Lebensraumkomponenten mitbringen für so eine Art. Das muss gar nicht groß sein, das können manchmal auch nur 10 oder 15 Hektar sein. Aber dass eben auf dieser Fläche wirklich nicht oder so gut wie nicht gejagt wird. Also vielleicht könnten denn diese Wildruhezonen, von denen Sie sprechen, aussehen? Na, idealerweise haben die sowohl Wald, also oder irgendwelche Einstandsgebiete, also wo sie sich dann auch tatsächlich zurückziehen könnten, aber eben gerade wenn wir über Rotwild reden, dann auch teilweise Offenlandcharakter haben. Das mag aber auch eine große Wildwiese sein, aber es sollte eben irgendwo etwas sein, wo sie ihre natürliche Esung finden, und das wäre beim Rotwild dann häufig dann auch grasartig. Wer müsste das beschließen und im Zweifelsfall auch darauf achten, dass das umgesetzt und beachtet wird? Ja, das muss gewollt werden von den Eigentümern, von den Landeigentümern. Und sehen Sie diesen Willen? Ja, doch. Also das kann noch mehr werden, zweifellos. Aber ich erinnere mich, dass wir, glaube ich, 2008 schon, also vor 15 Jahren oder 14 Jahren, haben wir dieses Thema mal auf die Agenda gehoben durch eines unserer Rotwild-Symposien. Und ich will nur nicht sagen, dass es daran liegt, aber wir sehen schon auch in vielen, auch deutschlandweit überall in vielen Forstbetrieben, auch Landesforstbetrieben, dass das Thema Wildruhezonen durchaus nicht nur diskutiert wird, sondern auch umgesetzt wird. Also dann fragen wir doch den Herrn Leben mal an diesem Punkt anzusetzen. Wäre das mit Ihnen zu machen? Also Sie sitzen ja jetzt hier quasi für die Wald, nicht für die Waldbesitzer, aber jedenfalls für viele Waldbesitzer. Ja, für die überwiegende Mehrzahl der Waldbesitzer in Deutschland, denn das sind die Privateigentümer oder diejenigen, die in dem Genossenschaftswäldern oder auch Kommunalwäldern ihr Eigentum haben. Also ich glaube, auch der heutige Tag hat gezeigt, dass wir großen Redebedarf haben. Und dass wir uns darüber klar werden müssen, dass wir es nur gemeinsam hinbekommen. Wir dürfen nicht übereinander reden, wir müssen miteinander reden. Und solange wir das nicht hinkriegen, werden wir es schwer haben. Für uns auf der Fläche ist es ganz wichtig, dass wir möglichst wenig Schäden haben. Wir haben eine Mammutaufgabe vor uns durch die Stürme, die wir gehabt haben in den letzten 3 Jahren. Wir haben eine Mammutaufgabe vor uns durch den Waldumbau. Wenn ich das in Zahlen kleiden darf, das sind ungefähr 500.000 Hektar Kahlflächen in Deutschland und das sind ungefähr 2,8 Millionen Hektar, die wir waldbaulich umgestalten wollen und müssen. Und zwar so müssen, dass wir mit den Baumarten kommen, die wir auch zukunftsfähig und zukunftsträchtig sehen. Es nützt uns nichts, dass wir jetzt mit einer Baumart kommen, von der wir wissen, dass sie die nächsten 20 Jahre nicht übersteht.
Wenn Sie es so ein bisschen so mehr halten, das Mikrofon versteht, genau, dann versteht man Sie hinten in der letzten Reihe auch am besten. Also, der Weg soll hingehen zu, ich sag mal, klimaresilienten Wäldern. Irgendjemand, das ist ja teilweise auch so eine Zahlenschlacht, irgendjemand hat ja mal gesagt, wir brauchen 5 Milliarden Bäume, die gepflanzt werden müssen. Ist jetzt auch egal, ob es 5 sind oder 6 oder 4, aber geht es überhaupt? Nein, ich glaube, im ersten Anlauf wird das nicht zu machen sein. Wir brauchen uns nur, ich sag mal, die Möglichkeiten des Verbandes der Forstbaumschulen oder der Baumschulen angucken. Wenn wir das aktiv pflanzen wollen, werden wir das nicht in dieser Summe hinbekommen. Also brauchen wir einen längeren Zeitraum. Und wenn wir 5 Milliarden Bäume pflanzen wollen und wissen, dass ungefähr über die forstlichen Vermehrungsbereiche 150 bis 200 Millionen jährlich zur Verfügung stehen, sieht man alleine an diesen Zahlen schon, dass es so nicht machbar ist. Das geht einfach nicht. Also brauchen wir andere Instrumente. Wir müssen möglicherweise mit einem Vorwald arbeiten. Das heißt, dass wir in einer Vegetationszeit von 10, 12 oder wie viele Jahren auch immer dann eine Baumart einbringen, die wir danach ablösen oder durch eine andere ersetzen. So, und dazu gehört natürlich auch ein für den Waldbesitzer immenser finanzieller Einsatz, denn er wird es nicht umsonst haben können, trotz Förderung und der Dinge, die uns ja entsprechend begleiten, die über die Bundesregierung oder über die Länderregierung oder EU dann mit ins Haus kommen. Aber es bleibt beim Waldbesitzer immer ein Anteil irgendwo um die 40%, die er selbst aus seinem Portemonnaie bezahlen muss. Und das ist doch schon eine deutliche Leistung. Also braucht der Waldbesitzer zwei Sachen. Er braucht Geduld und er braucht ein gutes Herz. Und wenn es geht, auch noch ein bisschen Finanzen, damit er das leisten kann, was er auf der Fläche dann möchte. Mhm. Und er hat einen großen Nachteil. Der Waldbesitzer kann seinen Wald nicht von A nach B verschieben. Ich komme aus der Lüneburger Heide, die kann ich nicht nach Hessen oder hier nach Baden-Württemberg in Schwarzwald bringen. Das geht so ohne weiteres nicht. Und von daher bin ich relativ stationär und muss mich auf das begrenzen, was dort möglich ist. Und dieses Ausloten der Möglichkeiten wird auch eine der Aufgaben sein, die wir gemeinsam haben. Sie können auch keine Regentänze veranstalten, obwohl Sie das wahrscheinlich gerne würden mittlerweile in vielen Regionen in Deutschland. Aber sagen Sie uns mal, das ist ja, wenn ich das richtig begriffen habe, im Moment wirklich eine schwierige Situation, weil Sie in vielen Bereichen Bäume fällen müssen, damit die Borkenkäfer nicht noch mehr Schaden anrichten, als sie das ohnehin schon getan haben. Und da entstehen jetzt solche Brachflächen, nahezu wüstenhafte Geschichten. Dann müssen sie das Holz verarbeiten oder verkaufen, wie auch immer. Und dann ist erstmal lange Zeit nichts, ne? Ja, genau das wollen wir vermeiden. Also, dass wir ernten und solche Flächen dann auch in Angriff nehmen, das ist anders, als es manchmal über, ich sag mal, den Flimmerkasten dann überkommt, wenn also irgendwo abgestorbene Bäume dann gezeigt werden. Aber bei uns ist es so, dass wir uns schon drum kümmern, dass wir diese abgestorbenen Bäume von der Fläche kommen und dass wir sie auch, ich sag mal, in Kultur nehmen. Ob wir sie jetzt über Naturverjüngung in Kultur nehmen oder ob wir sie über eine normale Kultur in die Situation bringen, dass der nächste oder der nächste Baum dann auch eine Zukunft hat. Dazu möchte ich noch mal sagen, dass es uns auch ganz wichtig ist, dass wir nicht nur über die Naturverjüngung kommen dürfen, sondern wir müssen auch das einbringen, was zukunftsfähig ist. Ich muss auch einen Baum pflanzen dürfen, der eine Chance hat. Ich sag einfach mal, wenn ich die Douglasie nehme, wenn ich die Roteiche nehme oder wenn ich die Küstentanne nehme, dann sind das Baumarten, die in vielen Bereichen eine Chance haben. Ob sie am Ende durchkommen, bleibt auch noch mal abzuwarten. Aber wenn uns die von vornherein aus der Hand geschlagen werden, dann wird es schwierig. Das ist ein ganz großer Wunsch, den der Privatwald hat in Deutschland, dass wir über diese Weise auch ins Wirtschaften und in einen vernünftigen, ich sag mal, wirtschaftlichen Bereich kommen können. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie wollen, dass solche Flächen dann geschützt werden, dass einzelne Bäume, Setzlinge ummantelt werden, geschützt werden vor Fraß oder wie? Also ich gehe noch davon aus, dass ich
Bau ohne Zaun machen kann. Wenn ich das, und wir haben die Modelle gehört vorhin, wir werden nicht eine so große Anzahl an Flächen einzäunen können. Erstens, weil wir dann auch das Wild regulieren oder ausgrenzen vielerorts. Und zum anderen kann es auch nicht sein, dass wir teure Zäune, Niedersachsen hat bis 2017, glaube ich, 10 Millionen jährlich für Zaunbau gegeben. Das kann es nicht sein. Und ich als Waldbesitzer partizipiere, weil ich oft den Zaunbau auch nicht gefördert bekomme. Also da stehe ich dann ganz alleine mit meinen Kosten da. Also auch unsere Prämisse ist Waldbau ohne Zaun. Und wenn wir die Bejagungsstrategien entsprechend gut machen, Herr Bartmann hat es ja vorhin ein Stück weit aufgezeigt, dann haben wir auch eine Chance. Ich kann das sogar in einigen Bereichen bei uns, ich sag mal, nachvollziehbar darstellen. Man muss nur die Nerven behalten dann offensichtlich an der einen oder anderen Stelle. Ne? Das gehört auch dazu. Aber was mir bei Herrn Bartmann aufgefallen ist, wenn ich das eben noch sagen darf, Sie haben ja das Bild auch an die Wand geworfen, wo Sie denn gesagt haben, wie können wir was verbessern? Und beim Dialog waren Sie zum Beispiel in der regionalen Ebene bei 8 und auf der Landes- oder Bundesebene bei 2. Also brauchen wir eigentlich ein Anforderungsprofil für diese Leute, die das können, die eine Hegegemeinschaft so führen können, dass sie alle mitgenommen werden. Das ist dort auch zu entsprechenden Ergebnissen kommt, dann sind wir eine ganze Ecke und eine gewaltige Ecke weiter. Das würde ich mir wünschen. Von daher Information und Austausch und Weiterbildung, das ist das, was wir mehr denn je brauchen. Und einen letzten Satz vielleicht dazu, wenn ich mir heute meine Prüflinge in einer Jägerprüfung angucke und sie nach Baumarten frage und da 5 nebeneinander lege und die vielleicht nochmal ausschneide, glauben Sie nicht, dass die auch nur annähernd gekonnt werden? Und wenn ich diese Dinge auch jetzt übertrage auf Sachen, die wir draußen im Wald in der Erkenntnis, ich sag mal, des Biotops Wald oder des Lebensraumes Wald haben, dann haben wir da viel Luft nach oben. Okay, Herr Wellershoff, dazu müssen Sie jetzt aber was sagen. Also, dass Jäger nicht mehr Eichen von Fichten unterscheiden können? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Aber jetzt sitze ich hier in einer ganz schlechten Position, weil das war ja das niedersächsische Bild. In Brandenburg beherrschen unsere Prüflinge selbstverständlich alle Baumarten und können die aus dem FF. Ja, aber ich meine, dem liegt ja ein durchaus ernstzunehmender Gedanke zugrunde, nämlich, dass sich auch Jäger mit der Natur auseinandersetzen müssen, mit den Phänomenen, die es da gibt, Pflanzen auseinanderhalten müssen und so weiter, weil das ja vielleicht auch das Verständnis fördert. Also wir führen ja in Brandenburg, und darüber kann ich am besten berichten, nicht nur bei den privaten Jägern die Jägerprüfung durch, sondern auch an der Forsthochschule in Eberswalde. Und das, was Sie gerade sagen, gilt tatsächlich für beide Bereiche. Und das ist genauso, wie ich es eben schon gesagt habe. Natürlich müssen wir die Jäger mit auf die Reise nehmen. Da reicht auch nicht der Erwerb des Jagdscheins, um Waldumbau zu begreifen, sondern da brauche ich die Praxis vor Ort. Und ehrlich gesagt die jahrelange Begleitung von Gebieten, um zu sehen, was entwickelt sich und was entwickelt sich nicht. Also das muss ich erleben, um es zu begreifen. Und das ist kein Prozess, den wir in 14 Tagen abgearbeitet haben. Da muss ich heute die theoretischen Grundlagen liefern, um sie dann in den nächsten Jahren umzusetzen. Aber dasselbe gilt, die Diskussionen habe ich alle hinter mir, natürlich in Eberswalde, in der Forsthochschule, ganz genauso andersrum. Also ich brauche da das Verständnis, auch das haben wir ja heute gelernt, für die Offenlandschaft. Ich muss verstehen, wie funktioniert Landwirtschaft draußen, weil sich das Wild eben hin und her bewegt. Und aus dieser Interaktion kann ich dann gute Konzepte und gemeinsame Lösungen entwickeln, die ich am besten dann in Hegegemeinschaften auch transportieren kann. Denn ich muss ja immer darauf achten, was auch immer ich theoretisch plane, muss ich in die breite Masse tragen. Das geht im Augenblick nur über die Landesjagdverbände, in die Untergliederungen, und wenn ich dann gut funktionierende Untergliederungen habe, also gut durchgestaffelt bin, dann erreiche ich die Leute, sonst erreiche ich sie nicht. Oder man nimmt so einen Film, wie Sie ihn eben gezeigt haben. Das fand ich ja nun sehr eindrucksvoll, dass man ein sehr komplexes Thema sehr verständlich aufbereiten kann. Ich würde gerne noch mal ansetzen an dem, was Sie vorhin geschildert haben. Wöld war ja so ein Stichwort. Anderes Stichwort, das darauf aufbaut, ist Wörp. Das klingt jetzt irgendwie wie so eine Magenunverträglichkeit. Damit ist aber gemeint die wildökologische Raumplanung. Und die steht so ein bisschen hinter dem, was Sie wollen, wenn ich das richtig begriffen habe, aber was vielleicht noch nicht überall angekommen ist. Was ist damit gemeint?
Ja, die wildökologischen Landschaftstypen können als Teil einer wildökologischen Raumplanung gesehen werden. Und die wildökologische Raumplanung, so wie sie bisher gemacht wurde, wird immer auf eine spezielle Tierart bezogen gemacht. Ob jetzt das für Rotwild ist oder für eine andere Tierart, es wird für die jeweilige Tierart die Raumplanung gemacht. Und mit diesen wildökologischen Landschaftstypen wollen wir eine Grundlage schaffen, mit der leichter diese Raumplanung auf die Tierart bezogen gemacht werden kann. Hat auch das Ziel, den Sinn, dass wir überhaupt mal unsere Landschaft auch langfristig beobachten können. Wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, 100 Jahre zurück, 50 Jahre zurück, dann würden diese Grundlagen völlig anders aussehen, hätten wir eine andere Waldverteilung, hätten ein anderes Straßennetz, hätten eine andere Siedlungsverteilung. Und das müssen wir in unsere Beurteilung einbeziehen. Bei der Genetik, was der Herr Rainer vorgestellt hat, spielt das eine große Rolle. Was hat sich denn da verändert? Wie ist die Dynamik? Wir brauchen für diese ganzen Bereiche auch ein Monitoring. Und dafür ist der Ansatz der wildökologischen Landschaftstypen eine aus meiner Sicht unentbehrliche Grundlage. Das wird ja, wenn ich es richtig begriffen habe, in Österreich, in einigen Bundesländern schon vorexerziert, in Kärnten beispielsweise oder in Vorarlberg. Damit wir es ein bisschen besser verstehen, was passiert denn da im Gegensatz meinetwegen jetzt zu Deutschland? Ich nehme es jetzt mal am Beispiel Rotwild. Vorarlberg hat mit der wildökologischen Raumplanung begonnen und die nehmen eben nicht Rotwildgebiete, also schwarz-weiß bei uns, Rotwildgebiet, kein Rotwildgebiet, sondern die nehmen dort unterschiedliche Kategorien, Gebiete, in denen Rotwild als Hauptverbreitungsgebiet vorkommt, Gebiete, in denen Rotwild als ein Schleier vorkommt und auch Gebiete, in denen Rotwild nicht vorkommen sollte oder kann, weil es einfach zu viele Konflikte gibt. Also die wildökologische Raumplanung ist eine viel größere Differenzierung, basierend auf den Zusammenhängen. Und dann ist mir noch ein Punkt wichtig, der gar nicht zur Sprache gekommen ist. Wir machen zwar sehr viel Untersuchungen zu Tieren, wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Untersuchungen. Wir machen aber auch Untersuchungen der Menschen. Und wenn ich jetzt die Einstellungen der Leute hier im Saal erfassen würde, da kämen schon mal relativ große Unterschiede zum Tragen. Und das haben wir auch bei den Menschen jetzt in Baden-Württemberg gemacht, in verschiedenen Projekten aktuell in Baden-Württemberg die Einstellungen zum Rotwild erfragt. Weil wir können noch lang Lösungen anstreben aus Sicht der Waldbesitzenden, aus Sicht der Jagenden. Wir brauchen ein Stück weit die Bevölkerung hinten dran. Kommen wir gleich zu, aber nochmal zurück jetzt zu der wildökologischen Raumplanung. Als Ergebnis ist dann eine Karte eines Landes beispielsweise mit ganz vielen unterschiedlichen bunten Flecken, so ähnlich wie Sie es vorhin auch geschildert haben. Aber was passiert dann damit? Solche Karten können in der Schublade landen oder irgendwo an der Wand hängen. Wichtig ist, dass für jeden dieser Bereiche Maßnahmen festgelegt werden in Richtung Waldbau, in Richtung Landwirtschaft, in Richtung Jagd. Sagen Sie mal konkret, was könnte zum Beispiel so eine, ich sag mal, Empfehlung oder eine Schlussfolgerung dann sein, bezogen auf eine Region, die Sie definiert haben? Ich nehme jetzt mal das Beispiel Rotwild. Wenn ich ein Hauptverbreitungsgebiet von Rotwild definiere, dann muss ich dort eine differenzierte Waldbewirtschaftung möglich machen und muss auch einen bestimmten Wildeinfluss von Rotwild tolerieren. Ich kann dann Grenzen festlegen, wie weit diese Toleranz gehen kann, aber ich muss das Rotwild als Standortfaktor einbeziehen. Wenn ich Rotwild in einem Gebiet quasi als Schleierbestand habe, dann darf das Rotwild dort die Waldbewirtschaftung überhaupt nicht beeinflussen. Und so kann ich für jedes dieser Gebiete festlegen, was in Richtung Waldbewirtschaftung gemacht werden soll, was toleriert werden sollte und was in Richtung Jagd zur Steuerung des Wildbestandes gemacht werden muss. Okay, aber das sind ja dann relativ klare, so stelle ich es mir vor, Schlussfolgerungen. Und da hätte ich von Ihnen dreien dann schon ganz gerne gewusst, wenn Ihnen beispielsweise seitens eines Bundeslandes so etwas präsentiert wird mit der, nennen wir es mal, dringenden Aufforderung, sich danach zu richten und diesen Empfehlungen zu folgen, tun Sie das dann auch?
Na, wir haben ja erste Schritte, wo das vollzogen wird. Der Landesforstbetrieb in Brandenburg hat ja interaktive Karten, wo der Wildverbiss dargestellt wird. Also der erste Schritt ist vorhanden und man kann sich darüber informieren, wie ist mein Wildverbiss in meiner Region. Und dann zu sagen, ich lege eine wildökologische Lebensraumplanung darüber, um zu gucken, mit welchen Wildarten operiere ich, in welchen Gebieten, halte ich für eine ganz hervorragende Lösung. Denn natürlich gibt ein monotoner Kiefernwald eine niedrigere Wildpopulation her als jetzt ein durchgemischter Gewalt, auch wenn vielleicht im Mischwald der Verbiss höher ist. Also das in Korrelation zu bringen, ist auf jeden Fall ein Instrument, mit dem man anfangen kann, die Probleme zu erarbeiten. Aber, und ich drehe mich da wirklich im Kreise, dazu gehört nicht nur die interaktive Karte im Internet und die theoretische Planung, sondern dazu gehört die Implementierung in die Beteiligten. Also Waldbesitzer, Landbesitzer, Jäger müssen dann gemeinsam mit denen, die es durchführen, diese Themen besprechen und dazu eine Lösung finden. Und nur dann kriege ich ja auch die Akzeptanz für solche Instrumente, um sie dann mit Leben zu füllen. Und wenn das der Fall ist und wenn das auch klar geregelt ist, bin ich ein wirklich hundertprozentiger Freund, weil wir anfangen, uns wissenschaftlich mit den Themen zu beschäftigen. Leben? Er hat selber, genau. Ja, also ich denke mal, wir in Niedersachsen haben mit der Wildtiererfassung und das schon sehr lange ein gutes Instrument, auch um ablesen zu können, was draußen in den Revieren passiert. Darüber hinaus haben wir in Niedersachsen mit 42 Verbänden, ich sage mal, ein gemeinsames Papier 2017 schon verabschiedet, wie wir mit dem Wild und wie wir mit dem Lebensraum des Wildes und dessen, was da mit einhergeht, umgehen wollen. Mit 42 Verbänden, da waren alle fast alle Naturschutzverbände dabei und. Und wir haben es auch jetzt nochmal in Niedersachsen gut hingekriegt mit dem Jagdgesetz, wo wir nicht im Streit auseinandergegangen sind, sondern wo wir eine Linie gefunden haben, wo weitestgehend die Beteiligten zufrieden waren. Ich sag mal, das Zeug davon, dass wir miteinander reden und auch über die richtigen Themen miteinander reden. Und ich fühle mich da auf einem guten Weg. Herr Kinder? Vegetationsgutachten, das möchte ich dann auch sagen, die wir dann in besonderen Situationen brauchen, würde ich auch auf jeden Fall begrüßen. Also die Frage war ja, ob wir wildökologische Raumplanung gut finden oder schlecht finden oder ob wir sie akzeptieren würden. Ja, und unterstützen oder eben auch bekämpfen. Also ein ganz klares Ja, wir würden sie unterstützen. Es gibt ja, und wir haben das seit vielen Jahren ein Stück weit mit hochgefeiert, die Rotwildkonzeption Südschwarzwald, an der Rudi Suchand maßgeblich damals mitgearbeitet hat, wo wir glauben, dass genau das eben gelungen ist, dass ein Ausgleich zwischen den Interessen des Menschen und der Wildtiere auf eine Fläche projiziert wurde. Wir haben, also ich glaube, das ist erstmal ein sehr gutes Modell. Die Frage ist, wer macht das? Und wir glauben nach wie vor sehr fest daran, dass die geeignete Institution für so etwas die Jägergemeinschaft sein kann. Allerdings in einer neuen Prägung, so wie wir es heute von Gundolf Bartmann auch gehört haben, wo eben die Grundeigentümer zwingend mit drin sein müssen, mit einer Stimme. Und wo es aber auch etwas, also wirklich durchsetzungsfähige Instrumente geben muss, damit wirklich die Dinge, die in dieser, wir können sie anders nennen, Wildtiergemeinschaft eben miteinander besprochen und verhandelt werden, die dann auch wirklich umgesetzt werden können. Was meinen Sie mit durchsetzungsfähigen Instrumenten? Naja, dass es eine Disziplinarordnung beispielsweise gibt, dass sie anerkannt ist, also das Thema Körperschaft öffentlichen Rechts, dass sie nicht zahnlos ist, sondern dass wirklich die, nennen wir sie neue Wildtiergemeinschaft, eine Institution ist, die auch öffentlich gehört wird bei Planungsvorhaben, was auch immer, die eben wirkliches Mitspracherecht hat bei Planungen, wenn es um den Lebensraum geht. Herr Suchand, jetzt habe ich Sie eben ausgebremst, als Sie bei dem Thema Mensch waren. Der ist ja nun manchmal störend, also auch im Wald. Wir haben das eben gesehen in dem Film, wenn dann Wandergruppen laut singend durch den Wald ziehen, fröhlich, gute Laune haben, aber eben zum Beispiel wild verjagen. Also welche Rolle spielt das? Spielt eine sehr große Rolle und das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass Wildtiere in dieser Landschaft leben, ist nicht sehr weit verbreitet. Muss man feststellen, viele machen das, sich frei in der Natur zu bewegen, als Ausgleich für ihren getakteten Alltag. Sie wollen einen Raum haben, wo sie nicht wieder Regularien unterliegen, sondern sie wollen einfach das tun, wozu sie Lust haben, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Und das Allererste, was es da braucht, ist eine Bewusstseinsbildung. Das bedeutet,
Ich muss den Menschen vermitteln, das ist auch Lebensraum von Wildtieren. Und wenn ihr da reingeht, habt ihr eine Wirkung. Das Zweite, also das ist die Appellstrategie, also liebe Leute, seid euch bewusst, da hat es Tiere. Das Zweite, was man gleichzeitig angehen muss, ist die Verbotsstrategie, weil der reine Appell funktioniert nicht in allen politischen Entscheidungen, den Leuten zu sagen, fahrt weniger Auto, das bringt nichts. Es braucht auch bestimmte Verbote. Und so Betretungsverbote zum Beispiel. Betretungsverbote, wir haben vorhin von den Wildruhezonen gesprochen, die kann ich auch auf einer Karte darstellen. Die Frage ist, werden die eingehalten? Und das fängt dann A, beim Bewusstsein an, B, muss ich das aber auch kontrollieren. Ich muss da auch deutlich machen, liebe Leute, das ist tatsächlich verboten. Hier dürft ihr nicht reingehen und es kann nicht die gesamte Waldfläche sein oder riesige Bereiche, sondern solche Wildruhezonen nach unserer Vorstellung im Nordschwarzwald, wo wir die Konzeption machen, liegen wir zwischen 5% und 10% der Lebensraumfläche, die wir als Wildruhezone als wichtig ansehen. Und ich glaube, da gibt es dann auch ein großes Verständnis. Also das, was wir in Umfragen feststellen, es gibt schon ein Grundverständnis. Es gibt natürlich irgendwelche Wilde, die halt sich kreuz und quer immer bewegen wollen, die sich nicht an Regeln halten, aber es gibt ein Grundverständnis. Und den Tieren einen bestimmten Teil der Fläche als ihr Schlafzimmer anzuerkennen und zu respektieren, ich glaube, das kriegt man schon hin. Herr Wellershoff, wenn ich mir so Ihre Papiere durchlese, dann ist ja auch dieses Thema, das wir gerade miteinander besprechen, ganz interessant, weil Sie zitieren ganz viele Gespräche, Diskussionen, die stattgefunden haben und äußern sich da sehr zuversichtlich. Andererseits steht da dann zum Beispiel so ein Satz, es gab keinen konstruktiven Kontakt mit Touristikvertretern und das Thema freies Betretungsrecht des Waldes scheint ein ganz heikles zu sein. Welche Erfahrung machen Sie da? Ja, ich sehe das schon so wie Herr Suchand. Ich glaube, dass wir uns, wenn wir das eine wollen, mit dem anderen beschäftigen müssen. Also wer Waldumbau möchte, weil wir einen Klimawandel haben und dann aufmerksam auch heute zugehört hat, der weiß, wir kommen um Wildruhezonen, um Touristensteuerung nicht herum. Deshalb ist eben nur die Betrachtung durch die Yachtbrille viel zu wenig. Ich muss dann eben eine viel größere Brille aufziehen und muss auch bereit sein, den Leuten zu erklären, warum sie den Wald zu gewissen Zeiten an gewissen Orten eben nicht zu betreten haben. Da nützen Schilder nichts, das muss ich erklären, das muss ich erläutern, muss vor allen Dingen die Region mit ins Boot nehmen. Da habe ich natürlich Unterschiede zwischen reinen Touristenregionen und dann vielleicht auch Ruhezonenregionen, wo eh schon wenig Bewegung im Wald ist. Aber das muss dann politisch gewollt sein und politisch durchgesetzt werden, damit ich da auf einen guten Weg komme. Deshalb nur die Jagdbrille ist eh für Waldumbau viel, viel zu wenig. Herr Leben, zu diesem Punkt. Sehen Sie sich denn in der Lage, das umzusetzen, also einzuzäunen, Schilder aufzustellen und im Zweifelsfall dafür zu sorgen, dass da nicht Besuchergruppen durch den Wald latschen? Einzuzäunen, dazu habe ich mich vorhin schon mal geäußert. Also das wäre für mich also das letzte Mittel. Was die Besucherzahl angeht, ich komme aus einem Bereich, wo wir damit reichlich gesegnet sind. Und Besucherlenkung und solche Dinge sind nicht mal eben und à la longue, weil hier große Interessen oder ja Interessenskonflikte möglicherweise aufeinanderstoßen. Wenn ich den Touristiker sage, er darf nicht mehr im Wald gehen, dann sagt er, dafür bin ich hierher gekommen oder dem Besucher. Und was soll ich hier eigentlich noch? Dann will ich mein Geld hier auch nicht mehr lassen. Dann ist so eine ganze Region auch entsprechend hinten angestellt. Ich glaube, hier brauchen wir sehr viel Fingerspitzengefühl, auch in den kommunalen Verwaltungen, in den Räten und in denen, die dort auch auf der politischen Ebene zusammenspielen. Tut sich denn da was? Ich glaube, wir sind dort in den letzten, ich sag jetzt mal 5 Jahren, sehr viel weiter gekommen, als wir vorher waren. Trotzdem gibt es also immer noch deutlichen Handlungsbedarf, denn wir erleben auch alle, die wir draußen in der Fläche sind, jeder hat fast nur Rechte, selten nimmt mal einer mit, dass er auch eine Pflicht hat. Entweder auf dem Weg zu bleiben oder seinen Müll nicht wegzuschmeißen oder. Das sind Dinge, die wir vermitteln müssen, die wir dort hinbringen müssen, wo sie dann auch richtig abgehakt angekommen sind. Also das ist schon etwas sehr Schwieriges und ist auch ein dauernder Prozess, den wir dort machen müssen. Und wir dürfen nicht müde werden, das immer wieder zu sagen. Denn wenn wir dort aufgeben, dann
habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das in eine Richtung driftet, die nicht gut wird. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass hinter mir Waldeigentümer stehen, der ein Eigentumsrecht hat und möglicherweise auch ein Gestaltungsrecht seines Eigentums hat. Auch das, weil sie eben gesagt hat, wie geht der damit um, wenn ich jetzt eine Holzerntemaßnahme machen will oder wenn ich irgendwas anderes machen will. Ich kann meinen Waldbesitzer nicht von seinem Eigentum abschneiden. Wenn wir das machen, erleben wir Schiffbruch. Dankeschön. Einen Punkt habe ich noch und dann würde ich gerne zu Ihnen kommen mit Ihren Fragen und Diskussionsbeiträgen, Herr Suchan, weil Sie es auch eben so ein bisschen angeteasert haben in Ihrem Vortrag, wo Sie gesagt haben, wir müssen aber dringend auch noch reden über die Stickstoffeinträge. Das machen wir gleich in der Diskussion. Also bitte, dann machen wir das jetzt mal. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass wir ein Waldökosystem haben, das durch verschiedene Faktoren gesteuert wird. Und der Standort, es gibt nährstoffreiche Standorte, nährstoffarme Standorte. Der wird in den letzten Jahrzehnten deutlich dadurch verändert, dass wir flächendeckend Stickstoffeinträge haben. Das bedeutet, wir haben eine ganz andere Vegetation, Bodenvegetation, also ich meinte da nicht die Bäume. Und wir haben einen Zuwachs an Bäumen, den wir noch nie so hatten. Das ist nicht nur die längere Vegetationsperiode durch den Klimawandel, sondern es sind auch diese Stickstoffeinträge. Und dieses System bedeutet, wir haben auch für Wildtiere eine andere Nahrungsgrundlage. Damit ich Sie verstehe, da wächst zu viel, oder wie? Wächst mehr als bisher. Und wo ist das Problem? Ist kein Problem, das ist vielleicht sogar ein Segen, je nachdem. Aber ich muss anerkennen, dass ich eine andere Nahrungsgrundlage habe. Mit anderer Nahrungsgrundlage habe ich eine andere Reproduktionsrate und habe damit auch höhere Wildbestände. Das müssen wir einfach sehen. Also in den vergangenen Jahrzehnten, wenn ich die Jagdstrecken anschaue, ist es ein ständiger Anstieg. Kann ich sagen, ja, es wird mehr gejagt oder es wird zu wenig weiblich gejagt, deswegen steigt es an. Aber es ist auch ein Ausdruck dessen, dass die Systeme sich grundlegend verändern, nicht nur aufgrund des Klimawandels. Herr Kinser, merken Sie das auch? Spielt das für Ihre Diskussion eine Rolle, dass sich da was tut? Ja, allerdings weniger beim Thema Wald und Wild. Wir wissen, wir sind eine Stiftung, die sich von der Wildbiene bis zum Rothirsch um ganz viele Arten kümmert. Und wir wissen einfach, dass diese Eutrophierung, das ist der Fachbegriff für diesen Stickstoffeintrag, einfach eines der größten, ich nenne es jetzt mal Hemmnisse für Artenvielfalt in Deutschland ist. Also wir reden dabei dann eher über die Wildbiene, wenn wir über das Thema Stickstoff reden. Ansonsten ist es natürlich, es ist eine bessere Lebensgrundlage für Rehwild und Rotwild, ganz klar. Hat mehr mit Masten zu tun, was dann die Wildschweine auch betrifft. Aber ich glaube, Herr Leben hatte waldbauliche Punkte dazu anzumerken beim Thema Stickstoff. Ja, machen Sie ruhig, so viel Zeit haben wir. Ja, also Stickstoff ist für mich in zweierlei Hinsicht ein Problem. Einmal, wie Herr Suchan das ja sehr treffend gesagt hat. Zum anderen, wenn wir jetzt also nicht den entsprechenden Boden aufbereitet haben und er nicht einen pH-Wert hat, der auch die Umsetzung des Stickstoffs mit sich bringt, dann verschwindet das im Grundwasser. Und ich komme aus einem Bereich, wo Grundwasser für Hamburg oder Trinkwasser für Hamburg manchmal auch zu unserem Leidwesen gefördert wird. Also da gibt es mehrere Komponente, auf die ich fein und säuberlich achten muss, damit mir das nicht in so ein Ungleichgewicht gerät. Und gerade Grundwasserneubildungsrate, Grundwasser wird ja eines der Themen sein, die wir für die Zukunft, zumindest wir im Waldbau, mit ganz großer Sorge betrachten. So, jetzt haben wir ganz viele Punkte schon mal angesprochen, vielleicht nur angerissen, wie auch immer. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf Ihre Fragen, um das Thema weiterzuführen, tiefer zu graben. Und ich bin bei Ihnen. Wie vorhin, ne? Sie sagen bitte jeweils kurz, wer Sie sind und dann geht das los. Nee. Moment, Sie wollen mir durchs Wort abschneiden nachher. Nein, ich will nur das Mikrofon behalten. Alles klar, Clemens von Ohr, Bundesarbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften und Eigenjachten. Eine Frage. Wir sind ja mittlerweile alle so weit einig, dass es Gelegenheiten geben wird, einen Abschuss durchzusetzen, aus den verschiedensten forstlichen Gründen, die heute alle schon erläutert wurden. Jetzt gibt es aber auf der Gegenseite durchaus nennenswerte Anzahl von Jagdausübungsberechtigten, die daran nicht interessiert sind. Die Durchsetzung eines, sagen wir, als notwendig erachtenden Abschusses. Wie können wir uns das vorstellen?
gegen den Willen des Jagdausübungsberechtigten. Diese Situationen haben wir teilweise schon und sie werden sich wahrscheinlich noch verschärfen. Na, es gibt vielfältige Möglichkeiten, so etwas durchzusetzen. Wir haben ja in Brandenburg den Rehwildabschuss ohne jeden Abschussplan. Da ist es eben jedem selber überlassen und dann kann er das machen oder lassen. Ich habe kein Druckmittel mehr. Wir haben aber natürlich Abschusspläne regelmäßig in Deutschland und Abschusspläne sind regelmäßig zu erfüllen. So, und wenn die nicht erfüllt werden, dann brauche ich natürlich behördliches Handeln. Das ist doch wie bei jeder anderen Geschichte auch. Die Diskussion haben wir ja hinreichend geführt. Wenn ich Geschwindigkeiten auf der Autobahn übertrete, die ich nicht übertreten kann und werde nicht erwischt und keiner kontrolliert, ist es eben ungeahndet. Aber wenn ich mich damit auseinandersetze, dann muss ich auch für Vollzug sorgen. So sind die Gesetze in Deutschland. Also ich brauche eine Abschussplanung, damit ich überhaupt einem Vollzug nachkommen kann. Und dann haben wir heute ja die Instrumente gehört, die hervorragend geeignet sind, so etwas zu lösen. Also Zwangshegegemeinschaften, am besten als Körperschaft des öffentlichen Rechts, gekoppelt in den Gebieten, wo ich es benötige. Und ich plädiere da wirklich nur Gesetze zu installieren, wo ich sie benötige, also wo ich Problemfälle habe. Da kann ich dann den körperlichen Nachweis für alle Tiere anordnen. Das kann ich heute modern und unkompliziert machen mit einem WhatsApp-Foto oder einem E-Mail-Foto oder Ähnlichem, sodass ich dann sehe, was passiert. Und wer dann auch mal den Blick über den Tellerrand nach Österreich zum Beispiel wirft, da wird das umfangreich gemacht, nämlich eine Identifizierung der Tiere dadurch, dass man dann die Lauscher abschneidet und ein Foto haben möchte vor dem Hintergrund, wo es geschossen wurde. Und wir lernen gerade in Brandenburg bei der ASP-Bejagung, dass wir das Ganze mit GPS-Garten garnieren können. Also, die Instrumente kennen wir, die haben wir. Ich glaube, dass es nur notwendig, sinnvoll und zielführend ist, wenn ich es da mache, wo ich Problemregionen habe, weil ich mich sonst mit Daten töte und jedes Handeln verhindere. Also wenn man es benötigt, dann da, wo Probleme sind und dann da eben eine konsequente Umsetzung, wenn ich die Strukturen dazu habe. Okay, ich bin jetzt hier und bin bei Ihnen. Ja, nee, also gerne aufstehen und gerne Mikrofon nicht ergreifen. Ja, nochmal Eckart Fuhr, Ökologischer Jagdverein. Es war jetzt heute den ganzen Tag über sehr viel von Komplexität die Rede. Ich habe sehr viel gelernt. Das waren fachlich sehr, sehr gute Vorträge. Aber manchmal beschleicht einen das Gefühl, dass diese Beschwörung der Komplexität auch ein bisschen dazu dient, an einfachen Fragen vorbeizukommen. Zum Beispiel der einfachen Frage, wer hat denn, was Jagd angeht, auf der Fläche denn nun am Ende das Sagen und die ausschlaggebende Stimme? Wir haben ein Jagdrecht, das ganz klar ist auf den ersten Blick. Jagdrecht haben die Eigentümer. Und jetzt stellt sich doch die Frage, wie können wir Eigentümer wieder in ihr Recht setzen und auch die Verantwortung für Waldentwicklung zum Beispiel und für Waldumbau adressieren. Das heißt, wir müssen über Jagdgesetze nachdenken. Das ist in Brandenburg passiert. Das hat zu den bekannten heftigen Auseinandersetzungen geführt, die aber nur ein Anzeichen dafür sind, dass die richtigen Fragen gestellt worden sind. Also die jagdliche Enteignung der Eigentümer ist ein falscher Weg und der muss korrigiert werden. Es ist ein Skandal, dass es in Rheinland-Pfalz Hegegemeinschaften des öffentlichen Rechts gibt, ohne die Eigentümer, dass man jetzt die Eigentümer sozusagen hinzunehmen soll. Es muss Hegegemeinschaften geben, in denen Eigentümer die ausschlaggebende Stimme haben. Das wäre eine vernünftige Ebene und eine vernünftige Institution der Zusammenarbeit. Okay, ja, das würde ich ganz gerne mal mit Ihnen auf dem Podium diskutieren. Vielleicht, Herr Leben, zunächst einmal, würden Sie das auch so eindeutig sehen? Ja, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, dass für mich das Eigentumsrecht eines der großen Rechte in dieser Republik ist. Von daher ist die Stärkung des Eigentums an der Stelle sicherlich der richtige Schritt. Die Frage ist, wie komme ich zurecht? Kann ich ihn losgelöst und, ich sag mal, separiert irgendwo stehen haben, um dann seine Interessen entsprechend zu fixieren und auch dann geltend zu machen? Ich
wenn nun auch noch in einem forstlichen Zusammenschluss mit vielen Bereichen. Wir haben auch über forstliche Zusammenschlüsse und ich sag mal an der Stelle Dinge nachgedacht, wie man so Eigentumsrechte bündeln kann, wenn ich viele kleine habe, an der Stelle die Gehör finden wollen. Also vom Grundsatz her Eigentum stärken, ja. Die Frage ist, mit welchen Mitteln gehen wir daran und ist es dann unterm Strich auch so durchsetzungsfähig, wie es hier gerade eben schon mal im Raum stand. Denn ohne diese Durchsetzungsfähigkeit ist es ein, ich sage mal, stumpfes Schwert. Gibt es eine Gegenrede, Herr Suchand, oder so? Ich weiß es nicht. Bitte. Keine Gegenrede. Ich denke, die Lösung ist bei der Hegegemeinschaft, Wildtiergemeinschaft, egal wie man sie nennen mag, genau das, was wir die ganze Zeit diskutieren. Die Leute müssen ins Gespräch kommen, aber aus dem Gespräch auch Handlungen generieren. Also es muss auch was getan werden. Und da braucht es aus meiner Sicht schon so Organisationen wie die Hegegemeinschaften. Und da sehe ich die Grundeigentümer ganz klar mit dabei. Die Jagdausübungsberechtigten und die Jagdpachtenden, die sind ja auch vertraglich durch den Jagdpachtvertrag gebunden. Also da habe ich auch Eingriffsmöglichkeiten, um etwas zu steuern. Und ich glaube, wir brauchen da auch konkretere Ziele für die Bejagung. Also was ist an Ziel erreicht, wenn ich beispielsweise sehe, ein bestimmter Anteil unverbissener Tannen oder Eichen kommt durch, dann ist das Ziel erreicht. Oder ich nehme die Vogelbeere oder was anderes. Ich muss konkreter werden, um klar zu sagen, das jagdliche Ziel ist erreicht. Was ergänzend wichtig ist, wir sind nicht nur in einer Welt, in der Wildtiere in Bezug auf den Waldbesitz eine Rolle spielen, auch in Bezug auf den Naturschutz spielen Wildtiere eine Rolle und auch diese Freizeitaktivitäten. Jetzt wäre es zu weit gedacht, eine Wildtiergemeinschaft, Hegegemeinschaft mit all diesen Gruppierungen zu bilden. Ich glaube, das wäre sehr wenig konstruktiv. Wir sind am Überlegen, ob wir eine Art Beirat bei diesen Hegegemeinschaften noch bilden, in dem eben diese anderen Gruppierungen auch beteiligt sind. Wir müssen wirklich sehen, dass wir die Gruppierung der Gesellschaft in diese ganzen Überlegungen mit reinnehmen und dann beispielsweise Wildruhezonen auch gemeinsam angehen, damit das nicht eine Sache ist, die die Jagenden oder die Grundeigentümer definieren, sondern wo auch die Touristiker sagen, sie sind bereit, es mit zu unterstützen. Aber Herr Wellershoff, Sie müssen uns da nochmal helfen, also mir zumindest, weil ich so den Eindruck hatte, jetzt auch aufgrund mehrerer Wortbeiträge, dass in Brandenburg da sehr schnell Raum ist für sehr laute Worte, sagen wir mal, für Streit, wohingegen Rheinland-Pfalz, das scheint ja relativ konsensual zu laufen. Also woran liegt das? Na, weil Rheinland-Pfalz die Zwangsmitgliedschaft hat. Ich möchte da vielleicht nochmal ausholen, um das auch zu erklären. Wir haben natürlich die Mitspracherechte, Rechte der Eigentümer in Brandenburg auch. Aber der erste Schritt ist, dass der Eigentümer sich für Jagd überhaupt interessiert. Also ich leite seit vielen Jahren die größte Hegegemeinschaft in Brandenburg mit 85.000 Hektar. Wir laden seit 10 Jahren die großen Eigentümer, die wir kennen, mit ein. Wer kommt? Niemand. Überhaupt niemand kommt da. Also das Interesse der Eigentümer muss man formulieren. Und ich habe in den vielen Jahren, in denen ich sowas begleite, in unterschiedlichsten Funktionen, auch immer wieder interessierte Eigentümer gehabt. Mit denen redet man, dann lernt man die gegenseitigen Standpunkte kennen und dann findet man Lösungen dafür. Und das, was der Herr Fuhr gerade vorgetragen hat, ist ja nur eine Seite der Medaille. Jeder Eigentümer kann, wenn er in der Jagdgenossenschaft ist, natürlich die Stimme ergreifen und seine Interessen formulieren. Und bei entsprechenden Mehrheiten, und ich bin dankbar, dass wir in einer Demokratie leben, bei entsprechenden Mehrheiten natürlich all das, was er gerne möchte, im Pachtvertrag formulieren. Zielvereinbarungen treffen, Waldbegänge initiieren. Also da leben wir doch in einer unendlich faszinierenden Gesellschaft. Wir können, wenn wir unsere Interessen formuliert haben, alles umsetzen, was wir möchten. So, wenn das nicht gemacht wird, und dann drehen wir uns doch da wirklich wieder im Kreis, dann sind wir da, wo wir angefangen haben. Dann muss Politik das Verständnis für die Themen, die dann politisch gewollt sind, in die Breite tragen, in die Bevölkerung tragen, zu den Eigentümern tragen, muss die Leute mitnehmen auf die Reise Jagd, Waldumbau, Klimawandel. Wenn das nicht passiert. Jetzt eine konkrete Aufforderung an die jetzt heute hier nicht vorhandene Landesregierung in Potsdam.
Ja, das mache ich ja ständig. Ich glaube, das ist wirklich eine Weiterbildungsoffensive, die man starten müsste. Und dann brauche ich gar keine neuen Gesetze, sondern dann kann ich mit den bestehenden Gesetzen, und das ist immer die zweite Seite der Medaille, die jetzt gerade vollkommen ausgeblendet wurde, ist, sobald Yachtgebiete größer sind als in Brandenburg 150, im Bundesgebiet in der Regel 75 Hektar, kann doch der Eigentümer ganz entscheiden, was er macht. Also wir reden bei der Diskussion, die gerade geführt wurde, doch über einen Bruchteil der Yachtfläche. Der Landesforstbetrieb als größter Eigenjachtbesitzer, die privaten Eigentümer mit ihren zusammenhängenden Waldgebieten können doch all das heute schon tun. Und dann frage ich natürlich, warum funktioniert dann in diesen Gebieten der Waldumbau nicht? Also ich glaube, dass da ganz andere Problemfelder auf uns zukommen und Fragestellungen, als sie jetzt so formuliert worden sind. Ich habe gerade in der Mimik von Herrn Leben gelesen, ja, ich weiß es nicht, ich hatte so den Eindruck, Sie wollen da widersprechen. Und dann, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit nur über Brandenburg reden, komme ich zu Ihnen. Nein, ich will eigentlich gar nicht widersprechen. Ich wollte nur noch mal anmerken, also wir haben ja, wenn wir die großen Waldeigentümer nehmen, die dann nicht erscheinen, einige wenige, sage ich jetzt mal, wenn wir die große Masse in Niedersachsen zum Beispiel, haben wir 100.000 kleine, mittlere Waldeigentümer, die gilt es zu bündeln, die gilt es, ich sag mal, mit ihren Interessen so auf die Spur oder auf die Schiene zu bringen, dass dort als Ergebnis was rauskommt. Und das ist manchmal schwierig. Herr Wellershoff hat ja vollkommen recht. Er kann das in der Yachtgenossenschaftsversammlung artikulieren, aber ob er dafür eine Mehrheit kriegt, das ist die zweite Frage. Also von daher, uns geht es eigentlich darum, so wie wir, dass wir auch diese Eigentümer mitnehmen können, dass sie sich abgeholt fühlen. Das ist für mich ganz wichtig, dass sie hinter ihrer Yachtgenossenschaft stehen und mit den Jägern dann rausgehen und gemeinsam was machen. Mhm. Dann sind wir eine ganze Ecke voran. Dankeschön, wir sind hier bei Ihnen. Ja, ich möchte noch einen Gedanken zu dem Thema Eigentumsrechte und bevormundet der Yachtausübungsberechtigte das Jagdrecht sagen. Ich glaube, es gibt in den gemeinschaftlichen Yachtbezirken noch einen Faktor, der bei der Wald-Wild-Problematik bedacht werden muss. Das ist der, dass die Yachtgenossenschaften selbstverständlich auch landwirtschaftliche Flächen betreuen und die Interessen der Bauern im Blick haben. Und häufig eben Yachtgenossenschaften auch geprägt sind von landwirtschaftlichen Betrieben, die sagen, so als erste Mal hat mein Jagdpächter mir die Wildschweine vom Feld zu jagen und für Wildschäden im Feld zu sorgen. Und die Gemeindewälder nebendran halten still und sagen, okay, wir wollen noch nicht die große Jagdpacht hier verlieren und die Einnahmen und so weiter. Wir machen keinen Eigenjagdbezirk bei uns und lösen somit oder verschärfen den Konflikt mit der Landwirtschaft, indem dort ein eigener Yachtbezirk entsteht. Und von daher müssen wir auch die Interessen der Landwirtschaft sehen. Und die Bauern haben überhaupt kein Interesse daran, dass an dem System was verändert wird, behaupte ich. Zweitens, wo sind die Waldeigentümer eigentlich und die Grundbesitzeigentümer, wenn klar ist, dass Störungen im Wald eine Wildschadensursache sind, von sich aus, und sie haben die Rechte in den Landesgesetzen häufig, Erholungstatbestände zu gestatten oder eben nicht zu gestatten. Sie müssen nicht den Premium-Wanderweg dulden. Sie müssen nicht den Mountainbike-Parcours in ihrem Wald dulden. Die Waldbesitzer haben sehr viele Möglichkeiten, selbst diesen Faktor auch mitzusteuern und tun das natürlich, verstehe ich auch, aus touristischen, aus sonstigen Überlegungen, nicht hinreichend, aber ich glaube, da ist auch noch eine Menge Verantwortung auch im Eigentum in diesem Thema drin. Und zu den Störungen und Erholungseinwirkungen noch ein Satz, was ich auch gar nicht verstehe, ist, dass es nicht eine konzertierte Aktion der Naturschutzverbände, der Yachtverbände, des Deutschen Forstwirtschaftsrates gibt, auch im Waldbetretungsrecht was zu ändern. Es kann dann nicht sein, dass wir einfach sagen, oh ja, wir machen so weiter, Nachtjachtverbot, Betreten des Waldes bei Nacht oder auch Anleihenpflicht der Hunde müssen Themen sein, die wir zumindest mal gemeinschaftlich diskutieren, möglicherweise auch einfordern, wenn es jetzt um die Änderung des Bundeswaldgesetzes und des Bundesjachtgesetzes geht. Sonst wird für mich das Thema relativ einseitig. Dann geht es nur um die Frage des Wald-Wildmanagements. Es geht aber auch um die
Interaktion Mensch, Wald und Wild. Dankeschön. So, ja, gerne. Ich habe mal eine Frage. Da sitzen nur Männer und hier sitzen auch ganz viele Männer. Ich hätte vielleicht gerne mal einen Wortbeitrag von einer Frau. Geht das? Jo, ja. Genau. Hanna von Fersen, ÖJV Brandenburg, Berlin. Auch mir ist das mit der Komplexität aufgefallen. Ich habe mich aber mit meinem Kollegen Eckhard Furder nicht abgesprochen. Mich würde interessieren, vor dem Hintergrund, inwieweit, Herr Dr. Wellershoff, Sie haben gesagt, dass bei der jagdlichen Ausbildung oder bei der Prüfung, bei der Abnahme der Jagdscheinprüfung häufig die Prüflinge, die Baumarten nicht unterscheiden können, unabhängig davon, ob an der, außer in Brandenburg. Okay, also dann hat das Herr Dr. Leben gesagt. Nur in Brandenburg haut das hin, auch in Ordnung. Wir sind ja vielfach auch Vorreiter. Mich würde interessieren, inwieweit Sie selber sagen würden, dass die jagdliche Ausbildung und auch die Art, wie jagdliche Prüfungen abgenommen werden, vor dem Hintergrund zeitgemäß ist und inwieweit die Komplexität, die jetzt ja in allen Vorträgen herausgestellt wurde, tatsächlich auch in der jagdlichen Ausbildung sich widerspiegelt. Okay, darf ich mal kurz nachfragen, gibt es denn Stellen und Punkte, wo Sie den Verdacht haben, dass das nicht so ist? Ich habe den Eindruck, dass Wildschäden im Wald eine untergeordnete Rolle spielen, zum Beispiel, auch wenn man es vergleicht mit der Rolle, die trophäenrelevante Fragen bei der Ausbildung und auch bei der Jagdscheinprüfung spielen. Okay. Das ist natürlich eine Vorlage, ehrlich gesagt. Trophäenbewertung spielt bei der Ausbildung, bei der Prüfung gar keine Rolle. Alles andere wird, nein, in Brandenburg natürlich nicht, aber in Brandenburg auch sonst nicht. Und tatsächlich wird natürlich die Ausbildungsordnung und die Prüfung vom Ministerium in der Ausbildungsordnung festgelegt anhand der Themengebiete und Stunden, die aufgegeben sind. Also es ist tatsächlich nicht im freien Ermessen der Jäger und der Landesjagdverbände und der Ausbildungsbetriebe, sondern wir haben eine sehr detaillierte Ausbildungsplanung, die immer wieder überarbeitet wird. Und da gibt es Fächer, die relevant sind beim Durchfallen, also Schießen, Waffenhandhabung selbstverständlich, Wildbretthygiene ist mittlerweile ein Pflichtfach. Und wir können darüber diskutieren, ob dann eben Waldumbau auch dazu gehört. Ich sehe ja Ulrich Hart. Ulrich Hart hat mit mir vor vielen Jahren angefangen, Wildschaden im Wald auch als Seminar- und Weiterbildungsreihe anzubieten. Also auch da sieht sich immer der Landesjagdverband in der Verpflichtung, das Thema tatsächlich nach draußen zu spielen. Aber es muss auch angenommen werden, nicht? Also ich kann nichts anbieten, was keiner hören will. Insofern haben wir da mit Sicherheit Nachholbedarf. Bin ich wirklich mit allen hier, glaube ich, einer Meinung. Da könnten wir mehr drüber reden und könnten das weiter qualifizieren. Aber die Grundausbildung, die wir bieten, ist wirklich hervorragend. Wird bei uns ja in Brandenburg, wie Sie wissen, durch das jagdpraktische Jahr auch begleitet. Also die Leute sind sowohl draußen als auch in der Theorie wirklich gut ausgebildet und gut gerüstet. Und dann muss man aufsatteln, wie in allen Themengebieten, mit Fortbildungsveranstaltungen und mit Weiterbildung. Egal jetzt. Entschuldigung, dazu direkt noch eine Erwiderung. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass wir nur das anbieten können, was auch nachgefragt wird, nicht wenn es um jagdliche Ausbildung geht. Ich glaube, dass wir da eine Verantwortung haben, Maßstäbe zu setzen. Und darauf zielte vielleicht auch meine Frage hin ab, inwieweit Sie da eine Verantwortung sehen und wie Sie der vielleicht auch in Zukunft noch anders, noch besser gerecht werden können? Also wenn ich direkt antworten darf, ja, sehe ich, sind wir 100% einer Meinung. Deshalb haben wir im DJV, in den Landesjagdverbänden in ganz Deutschland ein umfangreiches Seminarangebot, in dem wir die Themen bespielen, weiterbilden und natürlich auch platzieren. Ganz selbstverständlich, ja, sehe ich ganz genauso. Okay, ich würde, damit es jetzt nicht so ein Dialog zwischen Ihnen beiden wird, gerne Herrn Suchan mal einbeziehen an dieser Stelle. Egal jetzt, ob man die Situation und die Herausforderungen komplex nennt oder nicht, es spielen nun mal sehr, sehr viele Dinge damit rein, die vielleicht gelehrt werden müssen, über die mehr informiert werden muss. Welche Erfahrung machen Sie denn, wenn Sie gerade mal, sagen wir mal, junge Menschen an das Thema heranführen? Ist da das Interesse da und gibt es dann auch hinreichend Möglichkeiten, diese Themen, die wir jetzt hier auf einem relativ hohen Niveau miteinander besprechen, in eine Breite zu bringen? Ich wollte gerade auf das Thema ohnehin zu sprechen kommen. Wir diskutieren hier in einer Blase. Müssen wir ganz klar sagen,
Waldbesitzende, Jagende. Ich glaube nicht, dass Touristiker heute zuhören, nicht dabei sind. Unterschätzen Sie nicht den Livestream. Ja, ich bin gespannt, ob es da welche gibt. Ich glaube, diese Diskussion über Waldbäume, ich sage bewusst Waldbäume und Wildtiere, nicht Wald und Wild, weil Wild ist Teil des Waldes, Waldbäume und Wildtiere, diese Diskussion ist eine sehr spezielle, die sehr differenziert und mit komplexen Hintergründen, so wie heute gesehen, diskutiert wird. Um es in die Breite zu tragen, muss ich zunächst mal das Interesse wecken, muss ein Bewusstsein wecken. Und da haben wir, glaube ich, gemeinsame Aufgaben. Also ich glaube, es gibt viele Unterschiede in den Haltungen, in den Zielsetzungen, in den eigenen Interessen. Aber weitere Teile der Bevölkerung mit reinzunehmen, ich glaube, das ist eine gemeinsame Aufgabe. Das geht bis hin in Richtung Schulen. Also wir reden jetzt von jagdlicher Ausbildung, da kann ich viel drüber diskutieren, was da noch verbessert werden kann. Aber letztendlich das Thema Wildtiere muss in die Bevölkerung getragen werden, weil wir haben ein Grundproblem. Wildtiere werden von der Gruppe der Jagenden vertreten. Und da sieht die Bevölkerung, die Jagenden, die vertreten Wildtiere nur aus eigenem Interesse, damit sie jagen können. Es gibt also keine Gruppierung, ich nehme jetzt den Naturschutz, die für sich in Anspruch nimmt, sie schützen Arten, sie setzen sich für die Arten ein. Das hat auch einen hohen gesellschaftlichen Wert, wenn sich jemand für Artenschutz einsetzt. Bei Wildtieren, Wildtierstiftung macht es, aber da wird dann sehr schnell wieder gemacht, das ist eine Vereinigung von Jagenden. Mhm. Also diese Brücke Wildtiere, Jagende, die wird viel zu schnell hergestellt. Und ich glaube, es wäre wert, sich zu überlegen, inwieweit wir Wildtiere stärker zum Thema in der Gesellschaft machen. Aber Herr Kinzer, da sind Sie jetzt angesprochen worden. Sie haben ja vorhin darauf hingewiesen, dass Sie sehr viel öfter über Bienen reden als über andere Tiere. Und bei den Bienen ist ja auch das Entsetzen groß gewesen, nachdem man festgestellt hat, dass es da große Probleme gibt, bei Insekten teilweise auch. Aber diese Generalfrage, interessieren wir alle uns genügend dafür, dass es auch in Deutschland Wildtiere gibt? Nein. Also wir tun das nicht. Wir interessieren uns oder die Gesellschaft interessiert sich da nicht genug für. Nun ist das natürlich, es ist ja ein Riesenthema. Wo soll man anfangen? Soll man bei der Wildbiene anfangen oder soll man eben beim Rothirsch anfangen? Aber ich glaube, so ein Grundverständnis fehlt tatsächlich. Wir haben mal eine Umfrage gemacht vor einigen Jahren, wo klar wurde, dass ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig an die Zahlen erinnere, dass 60% aller irgendwie 8- bis 12-Jährigen tatsächlich immer noch glaubten, dass das Reh die Frau vom Hirsch ist. So dieses klassische Bambi. Und die Kuh ist lila, ne? Und die Kuh ist lila, ganz genau. Und genau, also da haben wir ein Riesenproblem. Da muss man was gegen tun. Da ist das Thema Naturbildung natürlich ein ganz wichtiges. Dankeschön. So, jetzt hatte ich. Darf ich noch was ganz kurz ergänzen? Nur ein kleiner Hinweis. Ja. Also der Deutsche Jagdverband ist mit seinen Lernort Naturmobilen im ganzen Bundesgebiet eben zu diesen Themen unterwegs. Wir fahren mit Lernort Naturmobilen von Dorffest zu Dorffest in Schulen und versuchen das bereits heute zu transportieren. Und jeder, der im Livestream oder hier sagt, das ist unterstützenswert, der kann uns da finanziell gerne spendenmäßig unter die Arme greifen und dann rollen wir das gerne weiter aus. Jetzt kommt hier die Reklame, jetzt kommt der Werbefunk, nur Spenden. Das schneiden wir raus. So, wir haben noch zwei Wortmeldungen, dann muss ich mich so langsam, wie viel? Ja, Entschuldigung, Verzeihung, der Kollege hat recht, er war zuerst. Wir können das alles ein bisschen vereinfachen. Wir sprechen immer von der Wildbiene und vom Rotwild. Wie wäre es denn, wenn wir zurück zum Ökosystem kommen? Das hatten wir am Anfang. Und das gliedert ja die Waldbäume und die Wildtiere halt wunderbar ein. Ja, und ich möchte auch nicht mehr von Jagenden und Wildtieren sprechen, sondern von jagenden und funktionierenden Ökosystemen. Weil wenn wir es schaffen, ein funktionierendes Ökosystem wiederherzustellen, dann ist alles, was wir hier sonst so faseln, obsolet geworden. Ich denke, dass das das Maßstab ist oder der Maßstab ist, an dem wir uns messen sollten, ein funktionierendes Ökosystem. Mhm. Ich bin mit meiner Schelte noch nicht ganz fertig. Zum Thema Zaun. Ich hasse den leidenschaftlich. Ich bin da ganz bei Ihnen, auch als Waldeigentümer ganz bei Ihnen. Der Zaun ist für mich eine Kapitulation vor der Situation. Aber ich kann es manchmal halt leider nicht beeinflussen, wenn die Jagd nicht bei mir liegt, weil ich in einer gewissen Teilfläche nicht genügend zusammenhängende Fläche habe. Dann bin ich an den Zaun angewiesen, wenn ich zumindest einen Teil eines Ökosystems wiederherstellen möchte. Mhm. Und wenn ich mir angucke, Sie sprachen von 500.000 Hektar Schadfläche. Ja, ein Hektar
Erstaufforstung, Wiederaufforstung liegt wo? 8.000 bis 10.000 Euro im ersten Jahr? Das ist auf klassische Forstbasis ist das nicht zu stemmen. Soll heißen, wir müssen weg von dem, von der Einzelschutzmaßnahme, weg zum Flächenschutz, hin zur Naturverjüngung, hin zum funktionierenden Ökosystem. Hm. Ja? Dankeschön. Klares Plädoyer. Dankeschön. Zwei Wortmeldungen noch und dann müssen wir so langsam mal auf die Zielgerade. Ja, Robert Hagen nochmal. Ich hätte eine Anmerkung nochmal zu der Frage von vorhin zur Ausbildung der Jagenden. Da möchte ich nochmal auf das Bild, was ich anfangs auch gezeigt hatte, vielleicht zu sprechen kommen. Und zwar, mit welchem Systemteil beschäftigen wir uns dann da? Also das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich nicht mit dem Verhalten, sondern eher mit dem Themenfeld der Struktur. Das heißt, die Komplexität der Struktur des Waldwildsystems, das ist Gegenstand der Ausbildung, da lernen wir auch sehr viel. Was aber sozusagen unser Wissen zur Dynamik betrifft, da ist es so, das ist eigentlich ein Spiegel der Gesellschaft. Wir beschäftigen uns, also das Wissen zu dynamischen Prozessen, zu nichtlinearen Rückkopplungen ist relativ gering. Das lernen wir auch erst mit zunehmendem Fortschreiten des Alters und auch, ob wir das sozusagen wirklich gelernt haben. Sind Prozesse, die wir lernen müssen tatsächlich. Und da, denke ich, ist noch unglaublich viel Potenzial. Also da sehe ich sehr viel Potenzial in der Debatte, was Wild und Wald betrifft, aber auch was unsere Gesellschaft betrifft. Weil viele Prozesse, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen, sind eben komplexe Verhaltenssysteme. Das heißt, nicht die Struktur, sondern das Verhalten ist sehr komplex. Und wir brechen uns es aber anscheinend immer mit unserem Steinzeitgehirn, immer auf Ursache-Wirkungsketten und das funktioniert nicht. Das nur als Anmerkung und als Frage vielleicht, was mir noch ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Wir haben immer gesagt, Dialog ist wichtig, das Miteinander ist wichtig, aber ich habe jetzt irgendwie in den letzten Jahren gemerkt, es wird immer weniger, also durch diese Situation der Pandemie sozusagen Erklärung, wird eigentlich wesentlich weniger miteinander geredet. Wir sehen uns auch wesentlich weniger als Interessengruppen, Personengruppen. Da sehe ich eigentlich ein gefährliches Potenzial auch. Also das heißt, wir sind eigentlich Bereichen konfrontiert, die auf Dialog setzen. Aber wo kann dieser Dialog wirklich noch stattfinden? Ja, wobei bei Corona haben Sie ja eigentlich alle miteinander Vorteile, weil Sie sich im Zweifelsfall draußen treffen können, ne? Also, sag ich mal so, ne? Okay, so, jetzt Sie noch. Ja, Stendel, Jagdverband Brandenburg. Dass der Bildungsstand in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht so ist, wie wir uns das alle vorstellen, ist ein Umstand, den kann man beklagen. Ich habe meinen gestrigen Sonntag auch in eben solchem Lernort mobil oder vor solchem Mobil zugebracht. Kann man beklagen. Ich sehe daraus eine ganz andere Verantwortung. Neben dem Antrieb für Bildung zu sorgen. Ich sehe aber auch, dass wir mit all dem, was wir tun, was wir glauben als Fachleute zu tun, was wir glauben, was richtig ist und was falsch ist, dass wir die breite Bevölkerung in dem sicheren Glauben lassen sollten, dass das, was wir tun, nicht aus privaten Interessen ist, sondern dass das fachlichen Gesichtspunkten entspricht, dass das wissens- und evidenzbasiert ist, dass wir also nicht irgendwelche privaten kleinen Scheinwelten aufbauen. Und zum Kollegen dort vom Ökologischen Jagdverein, auch das, was der Rudi Suchand hoffentlich jeden Tag sehen darf, eine Weinrebenlandschaft, ist ein Ökosystem. Das heißt also jetzt, dem Bestand von Waldbäumen seine Eigenschaft als Ökosystem abzusprechen, sind wir wieder an dem Punkt, den ich heute Morgen schon ansprach. Es ist eine Frage der Definition. Ja? Auch das ist ein Ökosystem. Und wenn ich das Bild sehe, was dort uns heute vorschwebt, das ist sicherlich nicht der Idealvorstand, aber letztendlich ist es so, hier mitten in Berlin haben wir erst jetzt im Zuge der Ukraine-Krise mitbekommen, dass 70% des hier verbauten Bauholzes russisches Nadelholz aus Sibirien ist. Aus Primärwäldern gewonnen, wo ein Stamm, den wir aus der Kiefer in 80 Jahren bekommen, in 400 Jahren heranwächst, wo die Kiefer, die wir hier bei uns in 80 Jahren wieder haben werden, wenn wir sie heute hochwachsen lassen, ist dort in Sibirien, in den Primärwäldern, immer noch ein kahler Fleck. Und ich sehe dabei, genauso wie bei der Bildung, dass wir das hinnehmen müssen, dass die Bevölkerung davon ausgeht, wir machen das Richtige, sehe ich auch das, dass wir dort Verantwortung tragen. Nicht Verantwortung für den eigenen Hausgarten, den wir da Wald nennen, sondern Verantwortung für das Ökosystem global gesehen. Dankeschön. Ja, also, dann würde ich jetzt mal versuchen, das zusammenzufassen, zusammenzubinden, was natürlich bei all diesen Aspekten nicht ganz einfach ist. Aber es ist ja deutlich geworden heute im Laufe des Tages, dass
das Oberziel Kommunikation Dialog ist, selbst bei streitigen Ausgangspositionen. Und da stellt sich ja die Frage, wie können Förster, wie können Jäger, wie können andere zusammenarbeiten, um einerseits die Nutzung eines Waldes zu ermöglichen, ökonomisch auch, und trotzdem Ansprüchen von Wildtieren, von heimischen Tieren generell gerecht zu werden. Das hätte ich gerne als Schlussfrage mal aufgeworfen. Herr Kinser, mögen Sie anfangen? Also Sie fragen danach, wie diese Kommunikation aus ja, wie kriegt man das zusammengebunden, ohne dass sofort nach 5 Minuten einer einen Wutanfall kriegt oder sich benachteiligt fühlt? Also da hilft tatsächlich die Flasche Bier am Stammtisch abends, sage ich jetzt mal. Nein, aber also wir haben es heute schon häufig gehört. Ich glaube, wir brauchen ein Stück weit eine Institution, die man nennen kann, wie man will. Unser Vorschlag sind eben solche Hegegemeinschaften, wo die Grundeigentümer, und das ist Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, mit am Tisch sitzen und stimmberechtigt sind, auch wenn es darum geht, eben Abschusshöhen oder Abschussregeln für die Wildtiere festzulegen. Herr Leben? Ich bin der Meinung, wir brauchen ein Bündnis zwischen Jägern, Förstern und all denen, die sich verantwortlich um die Natur und um den Wald kümmern. Wenn wir das vernünftig miteinander verabreden und hinbekommen und auch noch miteinander darüber reden, dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Herr Suchan vielleicht? Stellen Sie sich vor, es hätte Corona gegeben ohne Robert-Koch-Institut. Da hätte die Politik ziemlich Schwierigkeiten gehabt. Und dasselbe brauchen wir auch für die Fragen Waldbäume und Wildtiere. Wir brauchen wissenschaftliche Grundlagen, auf denen aufgebaut werden kann, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist aus meiner Sicht was ganz Wichtiges, dass wir die gleichen Grundlagen haben, dass wir wissen, worüber wir reden. Herr Wellershoff. Jetzt soll mir zu dem Thema auch noch was einfallen. Also ich glaube, da sind ja wirklich alle... Sie können ja einfach sagen, sehe ich genauso. Nein, das ist ich sehe okay. Das genauso wie meine Vorredner, selbstverständlich. Aber ich würde das dann nur noch ergänzen wollen, um die Gebiete, wo wir tatsächlich Probleme haben und wo die Eigentümer dann auch die Probleme benennen und waldbauliche Zielsetzungen formulieren können. Wo ich keine Probleme habe, brauche ich keine gesetzliche Initiative. Dankeschön. Ich denke... Wir haben sicher nicht alles angesprochen, nicht alle Aspekte abgegrast, aber wesentliche schon. Und deswegen würde ich gerne auch, weil wir jetzt 15.31 Uhr haben, diese Diskussion gerne beenden. Danke Ihnen recht herzlich für Ihre Geduld, für Ihre Fragen, für Ihre Argumente. Danke Ihnen auch für Ihre Argumente hier auf dem Podium. Und von meiner Seite war es das. Ich darf mich herzlich bedanken, dass ich heute hier sein durfte. Und das Schlusswort hat natürlich der, der auch das erste Wort hatte. Und jetzt gebe ich das Mikrofon dann ab, Dr. Volker Böning. Mögen Sie noch was sagen. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Wer zuerst was sagen durfte, soll am Ende auch noch mal was sagen. Unser Moderator hat das erstmal ganz toll gemacht. Und er hat schon... Er hat ja selber ausgeführt, es ist sehr schwer, hier jetzt diese facettenreiche Diskussion irgendwie zu bündeln. Die 4 Herren, die sich auch hier wacker geschlagen haben, herzlichen Dank auch dafür, haben ja jetzt in einer kurzen Antwort nochmal versucht, hier das zu tun. Ich denke und muss mich jetzt auch, bevor ich noch das ein oder andere sage, mich ganz herzlich beim DJV, bei meiner Geschäftsstelle bedanken, die das alles vorbereitet haben. Bei Frau Dr. Sutor, die auch bei der Auswahl derer, die heute gesprochen haben, maßgeblich mitgewirkt hat. Also liebe Astrid, vielen Dank dafür. Ein Bienchen. Ansonsten muss ich auch sagen, auch wenn der ökologische Jagdverband hier ist, es war doch im Großen und Ganzen eine relative Einigkeit, dass der Waldumbau sein muss. Und da gab es keine zweierlei Meinungen. Da, Sie nicken sogar. Und über die Art und Weise... gab es in der großen Mehrheit als Grundthema wildökologische Raumplanung. Und was zuletzt nochmal gesagt worden ist, wir möchten natürlich alle entscheiden auf wissenschaftlicher Basis. Das Beispiel hier mit der Pandemie und dem Institut bringt es genau auf den Punkt. Wir brauchen Leute, die uns hier dort auch begleiten.
Und wir möchten eins nicht, wir möchten nicht nur über uns reden, ich weiß nicht, ob das Herr Leben gesagt hat, die Jäger und die Förster, wir haben auch andere, ob es die Touristiker sind, die Sportler und was da im Wald sich alles noch bewegt, mit denen müssen wir auch reden. Und ich bin der Meinung, mit so einer Veranstaltung wie heute, und wir hatten ja schon mal drei ähnliche Veranstaltungen gemacht und wir werden weitere machen, es geht darum, dass wir diese Thematik raustragen, an, und das ist gesagt worden, an die Bevölkerung. Wir Jäger und wir Förster, wir wissen eigentlich Bescheid um diese Thematik. Aber wir brauchen die Mitstreiter, die damit nicht täglich konfrontiert werden. Und ich denke auch an Herrn Wellershoff Worte. Wir haben sehr viel geregelt. Wir haben große Vollzugsdefizite. Wenn wir jetzt immer hinstellen, Menschenskind, der arme, arme Waldbesitzer, der wird von dem Wild sein Wald aufgefressen, weil er nichts machen kann. Das halte ich für eine Farce. Wir haben diese Hegegemeinschaft nicht nur jetzt in Rheinland-Pfalz, wir haben sie eigentlich überall flächendeckend. Dort besteht jeder Eigentümer, sitzt mit, wenn es um die Bewirtschaftung, um die Planung geht, sitzt mit am Tisch. Und sie haben die Möglichkeit. Und sie können auch, wenn irgendetwas dann nicht so läuft, können Sie Einfluss nehmen, denn Sie, die Jagdgenossenschaften, sind ja die Verpächter im Endeffekt. Sie können also Einfluss nehmen, wenn Ihnen der eine oder andere Jäger dort überhaupt nicht passt. Dass es vielleicht nicht so gemacht wird, gut, das ist aber dann nicht Sache der Jäger, sondern dann Sache der Eigentümer. Und das kam ja eindeutig raus. Denken Sie mal dran, 50% des Waldes sind diese kleinen Flächen, 3, 4 Hektar und so weiter. Manche wissen gar nicht, dass sie Wald haben. Das ist jetzt ein bisschen boshaft gemeint. Aber die haben natürlich jetzt von waldbaulichen Zielen null. Und denken Sie dran, 50% ist Staatswald, Landeswald. Und woran, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass der Staatswald und der Landeswald nicht so bewirtschaftet wird, dass der Waldumbau hinhaut. Da staune ich, wenn das so jetzt manchmal dargestellt wird. Das sind doch die Leute, die dort das Sagen haben, die Förster und so weiter. Das muss doch klappen. Also zumindest in diesem Bereich des Waldes. Ansonsten verstehe ich die Welt nicht, aber muss man vielleicht auch an der Stelle nicht. Wir sollten nicht so viel jammern, wir sollten anfassen, wir sollten anpacken, wir sollten beginnen. Und es ist gesagt worden, erleben, wir haben gar nicht das Geld und gar nicht die Pflanzen, um jetzt dieses Ding von heute auf morgen zu stemmen. Das geht schrittweise. Und weil es schrittweise geht, bin ich auch der guten Hoffnung, dass wir dieses auch schaffen mit der gesamten Wildbewirtschaftung und der sogenannten wildökologischen Raumplanung. Wir sind in der Lage, diesen Waldumbau gemeinsam hinzubekommen. Und deswegen, und damit höre ich dann auch auf, dieses schöne Wort gemeinsam. Wir müssen miteinander reden, in Dialog treten. Und Ihre Worte vorhin noch als Chef einer Hegegemeinschaft, wo Sie anfingen mit den Noten. Da haben Sie sofort gemerkt, meine Damen und Herren, wo die Säge klemmt. Nämlich da, wo man nicht miteinander spricht. Wo jeder meint, er ist auf seinem Gebiet der Fachmann und seine Meinung, nur seine Meinung zählt. Und das kann es nicht sein. In Dialog treten, miteinander sprechen. Die Thematik ist schlimm. Wenn wir die deutschen Wälder uns anschauen, es ist eine Katastrophe. Und wir, die Jäger, der Jagdverband und ich beziehe auch jetzt hier die Waldbesitzer mit ein, wir werden alles dafür tun, dass sich dieser Zustand ändert. Am Wetter können wir nichts machen, aber an der Wiederaufforstung sollten wir uns alle beteiligen, jeder mit seinen Fähigkeiten. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause. Oh,